Hallo ihr Lieben, in diesem Video soll es um die Dr. Hauschka Produkte gehen. Und zwar hatte ich euch ja bereits schon mal angekündigt, dass ich ein Video zu dieser Marke machen wollte. Das hat jetzt allerdings ein bisschen länger gedauert, als ich mir das Ganze auch vorgestellt habe. Doch brauchte ich irgendwie die Zeit, um die Produkte zu testen. Dann war ich nicht immer ganz konsequent und habe nicht immer alles durchprobiert und wollte euch halt auch einfach ein sehr ausgiebiges Feedback zu den Produkten geben und euch einfach so ein bisschen deren Bandbreite vorstellen, dass das Ganze jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Und ja, aber jetzt bin ich soweit und möchte gerne zu dieser Marke ein Video machen. Und als erstes fragt ihr euch sicherlich, wie ich auf diese Marke aufmerksam geworden bin. Und zwar, Dr. Hauschka ist ja eine Naturkosmetikmarke, die gibt es zumindest in meinem Bioladen immer. Da ist ja eine riesen Auswahl an Kosmetikprodukten und da weiß man ja auch nicht immer so ganz, zu welchem man greifen soll. Deswegen habe ich mich da erstmal so ein bisschen ferngehalten, hatte dann aber von der veganen Box diesen Weihnachtskalender abonniert. Da waren ja dann 24 Türchen mit 24 verschiedenen Sachen drin. Und da war dann halt auch ein Produkt von Dr. Hauschka mit dabei. Und zwar habe ich das jetzt auch noch aufgehoben, ist das Zitronen-Lemmengras-Duschbalsam. Das ist jetzt hier in so einer kleinen Probe drin. Da sind 10 Milliliter. Das ist jetzt auch nochmal nicht benutzt, weil wir den halt auch zweimal hatten. Also wirklich so eine kleine Probe war da drin. Und hat, glaube ich, weiß ich gar nicht, so für 2 bis 3 Mal Duschen schon gereicht. Also es war ziemlich ergiebig. Und habe mich damals auch sehr darüber gefreut, dass die Marke jetzt in einem Kalender drin war, weil ich die einfach mal ausprobieren wollte. Und ich muss sagen, seitdem ich das erste Mal ausprobiert habe, war ich total begeistert. Also dieser Duft, wer jetzt gerade so auf Zitronengras, Lemongrass steht, das ist einfach göttlich. Also ich bin und war auch so begeistert von dem Produkt, weil dieser Duft einfach so intensiv war und dadurch, dass das halt auch Naturkosmetik war und die halt auch keine synthetischen Stoffe, ja, war ich halt einfach noch umso begeisterter, weil das halt einfach dann ziemlich hohe Qualität hat. Und ich meine, ich kann euch jetzt einfach mal beispielsweise von diesem Duschgel jetzt hier diese Inhaltsstoffe einblenden. Was ich da auch sehr positiv finde, ist, dass ihr die da oben auf Deutsch findet, da unten auf Englisch, weil meistens stehen die ja immer nur auf Englisch drauf und dann kennt man sich ja meistens mit diesen ganzen Fachbegriffen nicht so aus. Und das finde ich auch schon mal ganz gut. War mit diesem Produkt auf jeden Fall sehr begeistert. Dann hatte ich das Glück, dass bei uns an einem Tag im Bioladen eine Naturkosmetikerin da war von Dr. Hauschka, mit der ich mich dann so ein bisschen unterhalten habe, die mir dann einiges über deren Produkte erzählt hat und ich einfach sehr von ihrem Wissen so begeistert war. Ich die Produkte ganz toll fand, sie echt gut präsentiert hat. Es gibt da halt auch die Möglichkeit, dass man halt zu denen hinfährt, dass man da halt so Kosmetikbehandlung bei denen machen lässt, was ich auch sehr interessant fand, was ich mir dann auch online schon mal angeschaut habe und überlegt habe, ob ich mir das vielleicht nicht mal zum Geburtstag wünsche und das dann einfach mal ausprobieren möchte. Und dann hatte ich sie halt gefragt, welche Produkte jetzt vegan sind und sie wusste sofort Bescheid, welche vegan sind, hat mir auch gesagt, dass man da auch anfordern kann, dass man da so eine Liste anfordern kann mit den ganzen Produkten, die vegan sind, dass es aber auch online im Internet steht, hat mir dann auch gleich so einen Katalog von Dr. Hauschka, die gehören ja zu Wala, mitgegeben, da ein bisschen reinlesen. Dann habe ich auch da die ersten Produkte ausprobiert und fand die ziemlich gut. Also auch gerade so vom Geruch her war ich positiv überrascht. Das eine hat mir nicht so zugesagt. Aber ja, und habe mir dann einfach mal so gedacht, okay, bevor ich mir jetzt wirklich so eine teure Gesichtscreme kaufe, möchte ich die doch wirklich einfach mal über einen längeren Zeitraum testen und habe dann halt einfach nach Dr. Hauschka hingeschrieben, gefragt, ob ich die nicht mal testen kann und euch die dann auch gleich vorstellen möchte, die Produkte. Und da habe ich dann super schnell ein Paket bekommen, nachdem ich dann halt so ein bisschen angegeben habe, wie meine Haut ist. Und wie ihr das jetzt vielleicht auch so in dem Video sehen könnt, ist sie halt eigentlich, ich habe jetzt auch nur so ein bisschen Puder drauf, also keine Foundation, ist sie eigentlich ziemlich einfach. Also ich meine, ich habe jetzt kaum irgendwelche Pickel oder so, ab und zu hier mal, momentan jetzt so ein bisschen am Kinn. Aber sonst ist sie doch eigentlich ziemlich rein, wie ich finde. Neigt halt eher so ein bisschen zu trockener Haut, habe so ein bisschen Rötung um der Nase, die ich jetzt ein bisschen mit Concealer abgedeckt habe. Aber ansonsten würde ich die halt eigentlich als normale bis eher ja, trockene Haut einstufen, hatte das so ein bisschen angegeben.
und habe dann halt auch viele Produkte zugeschickt bekommen und da habe ich dann halt so ein bisschen rum experimentiert und ausprobiert und wollte euch jetzt einfach mal meine momentane Pflege vorstellen. Und zwar fange ich jetzt immer mit dieser Reinigungsmilch an. Wie gesagt, das sind jetzt halt alles so kleine Proben. Normalerweise gibt es die, gerade jetzt was diese Reinigungsmilch betrifft, in 30 Milliliter, dann kostet die halt 6,50 Euro. Hier sind jetzt allerdings nur 10 Milliliter drin. Aber ich habe die halt auch schon ein bisschen ausprobiert und wie ihr sehen könnt, ist da jetzt halt auch bis hier erstmal was weg. Die ist also wirklich sehr ergiebig. Soll halt auch, wie jetzt hier auf der Verpackung halt auch drauf steht, als sanfte Pflege- und Make-up-Entferner dienen. Das Ganze habe ich dann meistens so unter der Dusche probiert. Finde ich halt irgendwie am angenehmsten da, sein Gesicht irgendwie zu reinigen. Auch dann, wenn ich halt noch geschminkt war, halt abends das ausprobiert. Und muss sagen, ich finde die gut. Also sie reinigt wirklich gut. Als Make-up-Entferner würde ich das jetzt allerdings nicht benutzen. Da hat es echt so Schwierigkeiten, die Wimperntusche, den Kajal irgendwie von den Augen runter zu bekommen. Da muss ich sagen, dass ich dann nach dem Duschen meistens gemerkt habe, dass ich hier im Gesicht, so an den Wangen, so ein bisschen rote Flecken bekommen habe. Und das habe ich aber auch nur gesehen, weil ich im Spiegel geschaut habe. Und habe eigentlich kein Spannen gemerkt. Es tat auch nicht weh, es hat nicht gebrannt, es hat nicht gejuckt. Also es war eigentlich so, wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht in den Spiegel geguckt hätte, als wenn alles normal gewesen wäre. Deswegen bin ich heute auch immer noch so ein bisschen am Zweifeln, woran das Ganze so ein bisschen liegt. Ich meine, es brennt wirklich nicht. Ich habe die jetzt auch schon so oft ausprobiert. Es kommen halt immer wieder diese roten Stellen im Gesicht, aber ja, für mich weiß ich nicht. Also es tut halt irgendwie nicht weh, deswegen habe ich sie halt weiter ausprobiert. Der Geruch ist jetzt nicht ganz so meins. Ich kann den jetzt auch gar nicht so wirklich gut beschreiben. Riecht halt so, ja, wie man sich halt so eine Naturkosmetikmarke vorstellt. Also jetzt nicht ganz so angenehm. Ich guck mal gerade, was hier noch auf der Verpackung draufsteht. Ja, steht jetzt auch nicht mehr so viel drauf. Das Papier, da wollte ich jetzt gar nicht nachgucken. Ja, ist also vom Duft her wahrscheinlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber im Prinzip finde ich ihn eigentlich ganz gut. Also er reinigt zumindest ganz gut. Danach fühlt sich die Haut so eigentlich ganz angenehm an. Und dann hat Dr. Hauschka das Prinzip, dass man halt drei Produkte braucht für die Pflege, zumindest jetzt für die Tagespflege. Und das ist halt auch die Pflege, die ich ausprobiert habe. Und zwar als erstes reinigen, was ich ja jetzt mit dieser Reinigungsmilch gemacht habe. Da gibt es halt auch eine Gesichtswaschcreme, die habe ich jetzt nicht ausprobiert. Die ist halt für normale Haut. Ich habe ja jetzt die für etwas trockene und empfindliche Haut. Als nächsten Schritt benutzt man dann was zum Stärken. Da nehme ich, zeige ich euch dann gleich das Gesichtstonikum und dann als dritten Schritt halt die Pflege. Da gibt es halt auch verschiedene Cremes, da muss man bei der Creme ein bisschen aufpassen. Da ist in den meisten Bienenwachs drin, allerdings gibt es da auch Alternativen ohne Bienenwachs. Und der nächste Schritt wäre jetzt also ja, Stärken. Und das war halt irgendwie so ein neuer Schritt für mich, weil Haut gereinigt habe ich vorher auch, Haut gepflegt habe ich auch. Dieses ja, Stärken war für mich jetzt ein bisschen neu. Und das ist jetzt dieses Gesichtstonikum. Das ist jetzt hier in so einer ganz kleinen Flasche drin mit 10 Milliliter. Und das ist super ergiebig. Also wie ihr sehen könnt, ich habe es mindestens genauso oft benutzt wie die Reinigungsmilch. Aber hier ist halt deutlich weniger raus. Und das ist jetzt auch so ein bisschen ja, schade bei dem Produkt. Beziehungsweise jetzt das halt in der Größe. Es kommt halt einfach so. Also man muss es sich wirklich auf den Finger drauf schütten und dann hat man halt hier diese Flüssigkeit und die soll man sich dann so ein bisschen eintupfen. Soll man halt auch nicht abwischen oder so, sondern lässt man halt so auf der Haut drauf. Ich lasse das dann meistens immer so für einen kurzen Moment einziehen. Klappt dann ganz gut. Die Originalgröße, die kann man halt so drauf sprühen. Also da muss man halt nicht nochmal irgendwie mit den Fingern so ein bisschen im Gesicht rum wurscheln, sondern die kann man halt direkt drauf sprühen, was ich natürlich wesentlich praktischer finde. Aber das ist jetzt natürlich die Probiergröße und ja, finde ich jetzt ganz gut. Ich habe es allerdings auch noch nicht irgendwie ohne ausprobiert. Also die Gesichtscreme habe ich auch schon mal ohne die anderen beiden Schritte ausprobiert. Das habe ich jetzt meistens dazu benutzt, deswegen kann ich euch jetzt gar nicht sagen, was jetzt der große Vorteil davon ist. Hier steht halt belebend erfrischende Basispflege. Soll halt so ein bisschen diesen die Stoffwechseltätigkeit ein bisschen aktivieren und ja, danach hatte ich dann keine roten Flecken mehr, also die gingen dann auch eigentlich nach der Reinigung ziemlich schnell wieder weg.
Und dann habe ich halt meistens mit der Pflege weitergemacht. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Produkt, was ich so sehr, also von dem ich wirklich so sehr begeistert bin. Und zwar ist das die Gesichtscreme Melisse. Das ist jetzt wieder so eine ganz, 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 ganz kleine Probe. Nur 5 Milliliter sind da drin. Aber wie ihr sehen könnt, ich benutze sie halt auch schon ziemlich oft. Und da ist halt auch noch nicht mal die Hälfte raus. Und ich muss sagen, von dem Duft bin ich halt einfach begeistert. Also es riecht so nach Melisse und ich dachte, Melisse, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so, riecht nicht ganz so gut, aber das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich muss sagen, von der bin ich wirklich so begeistert. Wirklich. Also ich glaube, wenn die leer ist, werde ich mir die auf jeden Fall in groß nachkaufen. Die ist dann allerdings auch ein bisschen teurer. Ich habe mal im Internet vorhin nachgeschaut. Das kleine kostet schon 3,50 Euro und 30 Milliliter würden dann halt 18,50 Euro kaufen. Was halt echt schon, ja, ein höherer Preis ist, was ich aber denke, was sich auf jeden Fall lohnen wird, wenn man halt einfach hochwertige Naturkosmetik haben möchte. Und zwar ist diese Creme jetzt wieder für empfindliche Mischhaut. Und zwar hatte ich euch ja von meinen roten Stellen an der Nase erzählt und ich muss sagen, wenn ich sie wirklich konsequent jeden Tag oder vielleicht auch zweimal täglich auftrage, sind meine roten Stellen um die Nase deutlich besser geworden. Das hätte ich echt nicht gedacht, es steht aber auch drin, dass es so ein bisschen entzündungshemmend ist und ich muss sagen, das tut es auf jeden Fall. Also wenn ich es jetzt wirklich täglich zweimal anwenden würde, würde ich glatt sagen, dass die Rötungen um die Nase halt fast weg sind. Was ich ebenfalls noch sehr gut finde, meistens trage ich sie halt auch nach dem Duschen auf. Und zwar hatte ich früher das Problem, wenn ich dann immer eine Tagescreme aufgetragen habe, dass ich das Gefühl hatte, dass die nie richtig eingezogen ist. Also wenn ich dann rausgegangen bin, dann fühlte die Haut sich irgendwie so schwitzig an und die hat immer so ganz komisch geschwitzt und es fühlte sich einfach so an, als wenn diese Creme nie wirklich einziehen würde. Und dann hatte ich am Anfang halt auch die Befürchtung, dass das bei der genauso ist, muss aber sagen, dass es überhaupt nicht so ist. Also ich kann die problemlos morgens auftragen, kann danach rausgehen, kann danach mich schminken, ist halt auch super eine Base zum Schminken und fühle mich einfach gut, es fühlt sich überhaupt nicht schwitzig an, sie zieht super gut ein, sie riecht einfach richtig gut. Mein Freund kommt öfters zu mir und sagt, oh, das riecht aber echt lecker, was du da aufgetragen hast. Und von der Creme bin ich wirklich begeistert. Dann hatte ich noch die Gesichtsmilch mit dabei. Allerdings habe ich die jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich halt einfach mal erstmal die ausprobieren wollte. Ist halt eine erfrischend belebende Feuchtigkeitspflege. Ich denke, die ist auch für ganz normale Haut geeignet. Sind halt auch wieder, glaube ich, 5 Milliliter drin. Ja, von der Verpackung tut sich da halt eigentlich gar nicht viel. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, wenn die andere leer sein sollte. Und die dann auch nochmal ausprobieren. Dann hat Dr. Hauschka natürlich auch noch viele andere Produkte, jetzt nicht nur Gesichtsprodukte. Da gibt es auch noch eine Augencreme und für halt alle Hauttypen gibt es halt dementsprechende Pflege und Nachtpflege gibt es, sondern die haben auch was zum Baden. Und zwar ist das jetzt einmal das Mandelbad und einmal das Zitronenlemmengrasbad. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich zu Hause gar keine Badewanne, habe jetzt aber die Chance ausgenutzt, mal bei meinen Eltern baden zu gehen und fand das echt gut. Also da war ich echt so ein bisschen traurig und dachte mir, warum hast du jetzt keine Badewanne? Es sind halt Badeöle, das heißt, es ist kein Schaumbad. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Das ist auch so der einzige negative Punkt, den ich jetzt habe, dass ich, wenn ich halt baden gehe, mag ich das halt ziemlich gerne, wenn dann halt noch ein Schaumbad mit dabei ist. Das war jetzt nicht so der Fall. Und ich zeige euch auch mal kurz, ich habe es extra nochmal aufgehoben. Das kommt jetzt halt auch in so einer kleinen Flasche mit 10 Millilitern. Hat aber allerdings auf jeden Fall gereicht für ein Bad. Und der Duft war einfach von beiden wirklich total toll. Der Duft Zitrone Lemongrass war halt genau der gleiche von dem Duschgel. Und genauso hat dann halt auch das Bad gerochen. Und hinterher hat man halt deutlich noch an der Haut gerochen, dass man halt danach riecht. Und das fand ich halt einfach total klasse. Bei dem Mandelduft war es genauso. Also Mandel und Zitrone, das sind echt so Düfte, die finde ich total super. Ich meine, die haben jetzt auch noch, habe ich nochmal nachgeschaut, einen Lavendelduft, einen Rosenduft und einen Salbeiduft. Das sind jetzt so Düfte, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen kann. Mit den beiden allerdings schon. Dazu habe ich dann auch noch Körperbalsam-Mandel gehabt. Das war jetzt hier in so einer kleinen Verpackung drin. 5 Milliliter. War auch super ergiebig, also hat auf jeden Fall gereicht, um den ganzen Körper einzucremen. Und dieser Duft, pff,
Boah, das war so der Wahnsinn. Das roch einfach so gut und man hat auch einfach noch Stunden danach gemerkt, dass man da was aufgetragen hat. Da allerdings wieder das Gleiche. Ich habe nach dem Auftragen wieder so ein paar rote Flecken bekommen. Allerdings wieder nichts gemerkt. Die Haut war nicht heiß, es hat nicht gebrannt, es hat nicht gejuckt. Es hat mich irgendwie ein bisschen irritiert, weil ich einfach gar nicht weiß, was mir das jetzt irgendwie sagen soll. Ob ich das jetzt doch nicht vertrage. Aber wenn ich irgendwas nicht vertrage, dann sollte man das doch irgendwie durch Jucken oder Brennen merken. Und das andere, was ich dann noch ausprobiert habe, war die Körpermilch Zitrone Lemongrass. Also wieder die gleiche Duftserie. Die kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Die hatte ich bisher nur einmal ausprobiert. Sind halt auch wieder, ich glaube, 10 Milliliter müssten es sein, drin. Das ist halt eine Körpermilch, die sehr, sehr, sehr flüssig ist. Also, aber der Duft ist halt einfach fantastisch. Ich meine, die Duftreihen sind halt einfach total toll. Und das ist jetzt halt so. Und das ist halt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man es so gut sehen kann, halt sehr, 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 sehr flüssig. Aber durch das bisschen, was ich halt jetzt auch aufgetragen habe, halt auch super ergiebig. Und, ach, es riecht einfach so gut. Es riecht einfach so, wie man, wenn man direkt halt frische Zitrone auspresst, so ein bisschen Limette noch mit dabei. Es riecht einfach so göttlich, also wirklich. Das sind einfach Produkte, wo ich wirklich begeistert bin, wo man wirklich auch so einen Qualitätsunterschied merkt. Von den einfachen, zum Beispiel bei Lea Pflegesachen oder jetzt wirklich von Dr. Hauschka, was wirklich qualitativ sehr hochwertig ist. Die ganze Firmenphilosophie finde ich natürlich auch total toll. Hatte mich da mal ein bisschen reingelesen im Internet. Ist halt eine Naturkosmetikmarke. Sie beziehen halt ihre Pflanzen, aus denen sie die ganzen Produkte herstellen, aus biologischem Anbau versuchen, dass da fairer Handel dann noch besteht. Also wirklich, die Firmenphilosophie ist total toll. Als ich dann die Dame auch bei uns im Bioladen gefragt habe, ob Dr. Hauschka dann nach China exportiert, wusste sie sofort Bescheid und sagte, nein, 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 das machen wir nicht, das werden wir auch nie machen, haben wir auch nie gemacht. Sie wusste ganz genau Bescheid, dass halt in China Produkte erst dann verkauft werden können, wenn Tierversuche durchgeführt werden. Und das war mir persönlich halt auch sehr wichtig. Ich meine, ich habe vorher die Produkte von Lavera benutzt, habe Lavera dann entdeckt, als sie halt noch nicht nach China exportiert haben. Weiß jetzt allerdings auch wieder, dass sie nicht mehr auf dem chinesischen Markt ihre Sachen verkaufen. War damals so ein bisschen enttäuscht von denen, weil ich dachte, die würden es bestimmt nicht machen, haben es dann doch gemacht. Hatte mich deswegen dann nach einer Alternative umgesucht. Bin dann auf Dr. Hauschka halt aus diesen Gründen, die ich euch vorhin schon genannt habe, gekommen und muss sagen, dass ich da wirklich sehr begeistert bin. Die ganzen Produkte sind natürlich nochmal deutlich teurer als die von Lavera. Ich würde sagen, fast doppelt so teuer. Finde sie aber vielleicht auch doppelt so gut. Also gerade diese Gesichtscreme, das hatte ich halt bei Lavera halt nicht. Dass sie halt diese Rötung weggenommen hat, dass sie so schnell eingezogen ist, einfach so viel besser ist. Und ja, ich wollte euch einfach mal die Marke und ein paar Produkte von denen vorstellen. Schreibt mir doch jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Marke kennt, was ihr davon haltet oder ob ihr euch jetzt Produkte davon kaufen würdet, auch wenn die halt ein bisschen teurer sind. Lasst mir doch gerne Feedback da. Ich werde euch unten auch nochmal die Homepage von Dr. Hauschka verlinken. Schaut doch da auf jeden Fall mal vorbei. Sie führen auch dekorative Kosmetik, davon sind auch einige Produkte vegan. Ich hatte, wie gesagt, die Vegan-Liste per E-Mail bekommen, kann aber sagen, schaut einfach auf der Homepage nach, klickt euch dadurch jedes Produkt durch, es steht halt immer mit dabei, ob es vegan ist oder nicht, es steht der Preis mit dabei. Klickt euch da einfach mal durch, es ist, denke ich, für jeden Hauttypen mit was dabei. Und vielleicht habt ihr jetzt noch Lust, die Wolkenseifen-Deo-Review zu sehen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!